stehe hier gerade vor der genialen Kulisse von Schloss Neuschwanstein hinter mir. Das seht ihr da oben schon so rausragen. Wer von euch war denn schon mal an Schloss Neuschwanstein? Vielleicht wart ihr auch schon mal innen drin. Und wie hat es euch gefallen? Schreibt mir eure Erfahrungen gerne mal unten in die Kommentare hinein. Und ansonsten geht es nachher natürlich näher ans Schloss. Aber wir starten jetzt erstmal am Alpsee. Und es sieht aus wie am Meer. Guck mal, wie die Wellen da reinrauschen. So ein bisschen. Zum Teil kommt hier schon so Sommersonne-Badefeeling auf, auch wenn die Sonne gar nicht so scheint. Aber ich hatte so ein bisschen Lust, die Schuhe auszuziehen und hier einfach ein paar Meter reinzulaufen. Dann aber habe ich die Hand in das Wasser gehalten und es war richtig kalt. Aber der Alpsee zählt ja selbst im Sommer zu den kältesten Badeseen in Bayern. Probier mal. Ja, ist frisch. Sehr frisch, oder? Wir bleiben aber natürlich nicht am Alpsee, sondern es geht weiter durch die Pöllernschlucht hindurch und dann hinauf zur Marienbrücke. Und zum Schluss sogar noch ein bisschen weiter rauf, hoch zum Tegelberg nämlich. Und der Felix ist ja wie immer auch mit dabei hinter der Kamera. Hallo Felix. Servus. Worauf freust du dich heute eigentlich am meisten? Na, auf das Schloss natürlich. Ich mich auch. Da oben liegt übrigens auch Hohenschwandau. Hier sehen wir schon das erste Wasser. Hier geht es nämlich jetzt in die Pöllertschlucht hinein. Da oben würde jetzt auch der Wanderweg lang führen, aber leider gesperrt. Ja, das ist voll schade. Ich habe mich schon voll drauf gefreut, weil eigentlich sieht es schon hier sehr spektakulär aus. Und dann würde hier dieser Pfad die ganze Zeit so an dem wilden Wasser entlang führen. Weiter oben wäre dann auch ein knapp 30 Meter hoher Wasserfall zu sehen. Wäre man ganz nah dran vorbeigelaufen und dann sogar auf direktem Weg durch die Schlucht zum Schloss hochgekommen. Also gehen wir außen rum. Ja, leider. Probieren wir es da mal. Probieren wir es da mal. Vielleicht kommen wir noch zum Schloss. Ihr könnt hier übrigens auch mit der Pferdekutsche rauf und runter fahren. Hier sind wir jetzt schon ganz schön nah dran am Schloss und man sieht auch schon, wie märchenhaft das aussieht mit seinen Türmchen und den schönen Mauersteinen, irgendwie auch so farbenfroh, wie es da so drin steht. Und dann umgeben von diesen Felswänden da im Hintergrund, von diesen Bergen da rundherum. Also es ist schon ein schöner Standort für ein Schloss. Von hier sieht man es aber noch gar nicht am allerbesten. Man sieht es nämlich von der Marienbrücke noch viel besser. Da geht's als nächstes hin. So, was gibt's hier alles Schönes? Aber München ist hier gar nicht, oder? So sieht es im Winter aus, Schloss Neuschwanstein. Wollen wir uns ein Waschbär kaufen? Nein. Wir dürfen zwar nicht drinnen drehen, aber ein kleiner Blick wird ja wohl noch erlaubt sein, oder? Tickets muss man unten kaufen, oder? Genau. Ist ein bisschen ärgerlich, wenn man dann hier hochgelaufen ist und dann kein Ticket dabei hat und rein möchte. Tickets müsst ihr nämlich unten schon kaufen, also Tipp für euch. Und dann stehen wir jetzt hier davor und bewundern hier so diese Schönheit von diesem Schloss und es sieht alles noch so neu aus. Aber eigentlich ist es auch kein Wunder, denn so alt ist es wirklich noch nicht. Es wurde erst im 19. Jahrhundert erbaut. Und zwar von König Ludwig II., der sich das hier so nach einer idealisierten Ritterburg errichtet hat. Leider hat er selber gar nicht mehr so lange darin gelebt, aber dafür ist es jetzt halt einfach ein Touristenmagnet hier. Das ist übrigens Maskenpflicht auf dem gesamten Platz. Marlene trägt auch ihre Maske fleißig. Vorbildlich, oder? Ja, Pech gehabt. Wir müssen anstehen. Jeder will die Aussicht genießen. Stau auf der Marienbrücke. Man darf hier auch nur so One-Way laufen.
Aber die Aussicht ist trotzdem phänomenal. Voll. Wie das Schloss da liegt, das ist schon sehr, sehr schön. Und hier geht's tief in die Pöllertschlucht hinunter. Sieht man die ganzen ausgespülten Becken sehr schön. Schau mal, Lena, heißt die Marienbrücke vielleicht deshalb Marienbrücke, weil es hier so viele Marienkäfer gibt? Vielleicht. Könnte sein. Hier ist auch einer. Und da auf dem Gang. Es ist schon krass, wie viele Leute da drauf sind und wie voll es da ist. Man darf auch nur auf der einen Seite immer durchlaufen, um wirklich so möglichst wenig Kontakt zu haben. Aber der Blick ist halt auch sensationell, muss man sagen. Es lohnt sich, da drüber zu laufen. Es lohnt sich auch, sich anzustellen. Und weiter geht's den Wanderweg zum Tegelberg nach oben. Also hier ist jetzt richtig schön herbstlich, oder? Super, oder? Das ist gerade ein richtig schön gemütlicher Wanderweg, hier durch diese herbstlichen Bäume hindurch. Das gefällt mir. Hier hat man jetzt noch mal einen richtig schönen Blick von oben auf das Schloss drauf. Also es geht schon ganz schön steil hier runter. Ich glaube, man sollte auch nicht ausrutschen. Weiter vor gehe ich nicht. Sensationelle Aussicht. Wir sind jetzt dem schmalen Wanderpfädchen von der Marienbrücke noch so gut 20 bis 25 Gehminuten Richtung Tegelbergkopf gefolgt. Und das war auf jeden Fall eine gute Entscheidung, denn wir haben hier eine sensationelle Aussicht. Wir sehen hier auch die Allgäuer Alpen da hinten, haben einen guten Tiefblick auf Schloss Hohenschwangau da unter uns und auch einen richtig schönen Blick auf sämtliche Bergseen hier rundherum. Wir sehen da auf den Alpsee, wo wir heute Morgen gestartet sind, können da den Schwansee ganz idyllisch liegen sehen. Und dann da geht's als nächstes hin, eingebettet zwischen Füssen und Schwangau, liegt der Foggensee. Es ist so super idyllisch hier, schaut mal. Geht die Sonne unter, das Wasser ist ganz ruhig. Und jetzt passend dazu begrüßt uns noch die Kirche. Ein genialer Tag geht zu Ende und hier am Ufer ist es gerade so schön ruhig, irgendwie so schön zum Runterkommen und all das zu verarbeiten. Wir haben wirklich das Schloss aus allen möglichen Perspektiven gesehen und haben auch ein paar Meter zu Fuß zurückgelegt. Die Wanderwege sind aber auch alle gut für Familien machbar. Ein bisschen traurig fand ich nur, dass die Schlucht nicht geöffnet war, dafür muss ich wohl nochmal wiederkommen. Und vielleicht auch, um Hohenschwangau zu besichtigen. Aber so hat es mir auch richtig gut gefallen. Und wenn es euch auch gefallen hat, dann zeigt mir das doch bitte durch ein Gefällt mir oder drückt sofort auf Abonnieren, wenn ihr nichts mehr verpasst. Wollt. Und hier geht's zu den nächsten Videos. Bis dann!